Heute montieren wir mal unsere Clavignas. Natürlich nur mit Ono ST66TN 4 Strong. Da haben wir Handmade Vibrolos, made in Serbien. Die haben ohne Scheiß 250 Gramm, kann man sagen. 170, 140 und 200. Die werden benutzt speziell für Wälze Waller. Es gibt keine besseren Köder. Das ist eine andere Version. Also, jetzt montieren wir mal ein. Natürlich nur mit Owner Hooks. Die sind ein wenig groß. Die Geräte sind fängig ohne Ende, wirklich gibt keine besseren Köder, speziell Evo auf Wels Kunstköder. Kombination ohne Hooks, die Lavignare, wo der Draht komplett an alle Punkte durchgeht, Silikon mit Blei, vibrieren wie die Sau. Dann haben wir ja klar die Owner ST66 Drillinge. Unkaputtbar. Und natürlich die Sprengringe bis 120 Kilo Tragkraft. Die Fetzen. Natürlich gibt es diese Dinger auch in Chloe. Zwischen den Größen. Absolute Hechtkiller. Und die haben im Schnitt 8 Gramm bis 15 Gramm. Die Größe langt vollkommen, damit habe ich schon 1,5 Meter Hecht gefangen und insgesamt diese Saison 102 Hechte auf genau diese Dinger. Natürlich kommen da kleinere Drillinge hin. So. Ist alles handmade,
natürlich die ganze Snaps, das ganze Zeug hier, massiv. Die Dinger sind richtig gläu, halten aber 120 Kilo aus Handarbeit. Hochqualitativer Federstahl. Absolut welstauglich, noch keinen Versager. Und natürlich, wie gesagt, Owner, dann diese ganze Wirbel. Tja. Haken sind alles Owner, restlos. Sogar ein Kloy ST66. Jetzt immer noch eine montieren und dann ist Feierabend. Das ist ein Aal. Auch Vibro. Das ist von Sale Phantom Glavinjare, auch Handmade, Serbien. Hat er extra für mich gemacht, die Dinger. Der wird jetzt im November Premiere haben, wenn ich am Ebro bin. Und dann sehen wir ja, ob er einschlägt. Schauen wir mal, was der Dinger wiegt. Na, 100, naja, 70, über 70 Gramm kann man sagen. Das sind genau die gleichen Dinger im anderen Design. Die macht der Vater vom Kollegen und richtigen Profi-Angler aus Serbien, vom Milan Panic, Zoran Panic macht die Dinger. Auch richtig was fürs Auge. Qualitativ hochwertig. Aber wie gesagt, alles Handarbeit. Und der Draht geht durch. Die sind alle verbunden, die Dinger. Da ist nichts mit ausreißen. Wie in der China-Scheiße aus Kunststoff. Oder die Japan und ich nenne jetzt keine Namen, die ganze Waller-Dinger da, wo alle verrecken und rausreißen, sich aufbiegen, sowas gibt es mit dem nicht. Also, hoffe, habe euch mal die Dinger wegen näher gebracht und die heißen Glavinjara oder Glavinjare. Handarbeit Serbien, brutal fängig. Besseren Köder für Raubfische gibt es nicht. Danke fürs Zuschauen, Servus.